ist. Liebe Geschwister, wer einmal das Gebet unterlässt, weil er berauscht ist, so ist es so, als ob ihm die Dunja entzogen wird. Dann sagte er, وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَرْبَعْ مَرَّاتٍ أو من ترك الصلاة سكرا أربع مرات derjenige, der aufgrund des berauschten Zustands viermal das Gebet unterlässt, أعوذ بالله. Dieser ist nicht nur im Höllenfeuer. Schaut mal, was Allah, was der Gesandte صلى الله عليه وسلم sagt. كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من لدغة الخبال يوم القيامة. So, wenn er viermal das Gebet unterlässt, weil er besoffen war, und nochmals, die Leute unterlassen tagelang das Gebet, so hat Allah, so nimmt Allah sich das Recht heraus, und das ist keine gute Übersetzung, sondern vielmehr sagen wir, Allah wird ihn dann Radra Khabal zu trinken geben. Die Sahaba radiallahu anhum wussten nicht, was das ist. Sie sagten, wa ma radratul khabal ya Rasulallah. Was ist dieses Khabal? Er sagte, usaratu ahlin nar. Das ist der Körpersaft der Höllenbewohner, die verbrannt sind, dessen totes Fleisch riecht, die, wal'iyadu billah, alles Abscheuliche im Höllenfeuer zu essen und zu trinken bekommen, wie zum Beispiel ein Blut-Eiter-Gemisch, Rislin und andere Sachen. Das, was aus ihrem Körper heraus sickert, das ist das Trinken für denjenigen, der viermal das Gebet unterlassen hat. Allahumma la taj'alna min ha'ula ya rabbal alamin. Möge Allah azza wa jalla uns alle davor bewahren.